Ja, die Frage ist, eine Revolution im Finanzsektor vor der Tür stehend. Ich würde sagen, sie hat bereits begonnen. Finanzmarktakteure sind bereits heute in der Lage und haben begonnen, Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt in ihre Geschäftsaktivitäten aufzunehmen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Sowohl vor dem gut verstandenen eigenen Interesse, die Risiken, die sich aus Nachhaltigkeitsaspekten ergeben können, in Investitionsportfolioanlage und Kreditvergabeentscheidungen einzubeziehen. Das bedeutet, zu verstehen, welche Risiken bestehen und wie sich diese auch finanziell niederschlagen können. Das ist aus meiner Sicht nur gute kaufmännische Praxis, sich alles anzuschauen. Ein weiterer Aspekt, der für Finanzmarktakteure zunehmend in den Blick kommt, ist, dass auch die Wirkung von Kreditvergabeentscheidungen, von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsaspekte, auf die Umwelt zunehmend in den Blick kommt. Und wir sehen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, nicht nur im Finanzsektor selbst, sondern auch auf staatlicher Ebene und auch auf zwischenstaatlicher Ebene, dass sich eine ganze Menge bewegt. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, Sie wissen ja, dass heute und morgen Joe Biden zu einem internationalen Klimagipfel eingeladen hat. Und die Europäische Kommission hat prompt gestern nicht nur ihr Klimaziel für 2030 veröffentlicht, sondern auch einen delegierten Rechtsakt zur Taxonomie, die festlegen soll, welche Aktivitäten, und das insbesondere mit Blick auf den Finanzsektor, um es dem Finanzsektor einfach zu machen, als grün bzw. nachhaltig klassifiziert werden können. Und auch mit Blick auf das Berichtswesen durch Unternehmen ergibt sich mehr und mehr Bewegung, nicht ohne Grund, weil vor allen Dingen, wenn man das aus einer Finanzsektor-Praktiker-Perspektive betrachtet, geht nichts ohne Informationen. Nur dann, wenn von den zu finanzierenden Unternehmen entsprechende Informationen vorliegen, können Finanzmarktakteure möglichst leicht, möglichst einfach die entsprechenden Informationen in ihre Entscheidungen einbeziehen. Und auch in Deutschland deutet sich eine starke Veränderung an, nicht nur, weil die Finanzmarktaufsicht inzwischen nach Nachhaltigkeitsrisiken explizit fragt und hier sich auch eine Erwartungshaltung etabliert hat, dass die Finanzinstitute, Banken zum Beispiel, sich darüber im Klaren sein sollen, welche Nachhaltigkeitsrisiken sie in ihren Portfolien haben. Ähnliche Erwartungen hat auch die Europäische Zentralbank formuliert. Und last but not least, die Bundesregierung hat vor gut 2 Jahren entschieden, einen Sustainable Finance Beirat, so ist der englischsprachige Terminus, einzurichten mit 38 Mitgliedern aus der Praxis, aus der Finanzmarktpraxis, Vertreterinnen von Kreditinstituten, von Vermögensverwaltern, von Versicherern, aber auch aus der Realwirtschaft, aus der Wissenschaft und von Nichtregierungsorganisationen, die sich gemeinsam, aus meiner Sicht in einem sehr konstruktiven Prozess, Gedanken darum gemacht haben und Empfehlungen abgegeben haben für die Bundesregierung, um Deutschland zu einem führenden Standort für Sustainable Finance zu machen. Warum ist das wichtig? Auch aus der Sicht einer Bundesregierung, nach meinem Verständnis jedenfalls, ich kann natürlich nicht für die Bundesregierung selbst sprechen, es geht darum, die Transformation, die ja bereits begonnen hat und wo wir im Grunde ja schon fast schon mittendrin stecken,
zu begleiten. Und da spielt der Finanzsektor eine ganz entscheidende Rolle, indem er im Rahmen seiner Kapitalallokationsfunktion dafür sorgt, die richtigen Fragen zu stellen und dass auf diese Weise auch das Kapital alloziert werden kann, dass die Risiken, auch die Nachhaltigkeitsrisiken angemessen Berücksichtigung finden. Sprich, die Überlegung, die auch von Seiten der staatlichen Akteure dahinter steht, ist, dass so eine große gesamtwirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Transformation natürlich nicht ohne die Beteiligung privater Investoren, privater Kreditinstitute funktionieren kann, liegt auf der Hand. Die öffentlichen Taschen sind dafür einfach nicht groß genug. Und deswegen nicht nur in Deutschland, sondern ja auch auf der europäischen Ebene die Strategieentwicklung, die genau dieses erleichtern soll, indem für viel mehr Transparenz gesorgt wird. Und so hat dann auch der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung mit seinen 31 Empfehlungen versucht, wesentliche Punkte zu adressieren. Sowohl was das eigene staatliche Handeln hier zunächst in Deutschland angeht, wie aber auch unterstützende Maßnahmen. Und wenn ich da ein, zwei Beispiele rausgreifen darf, dann geht es darum, dass der Staat auch in seinem eigenen Geschäftsgebaren, denn er ist auch Nachfrager und Anbieter auf den Kapitalmärkten, zum Beispiel mit den Versorgungsvermögen für Beamte oder bei der Emission von Bundesanleihen mit gutem Beispiel vorangeht, Vorbildfunktionen hat und auf diese Weise Signale und Impulse auch an den Finanzmarkt insgesamt sendet. Wichtig ist es auch, Rahmensetzungen zu geben für so eine Transformation insgesamt. Dann, was auch klar ist, ist, dass der Finanzsektor allein die Revolution, auf die Sie ansprachen, natürlich überhaupt nicht im Blick hat und auch nicht die Funktion ist, des Finanzmarktes so eine Revolution voranzubringen, sondern der Finanzmarkt macht das, was er immer macht. Er alloziert Kapital und das nach rationalen Gesichtspunkten. Und dazu gehören eben auch Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitswirkungen. Also insofern befinden wir uns hier vollständig im üblichen Rahmen des Finanzsystems. Es geht einfach darum, das auf solidere Füße zu stellen. Das sieht man zum Beispiel schon daran, dass schon 2014 Regulatoren, wie zum Beispiel die Bank von England, begonnen haben zu fragen, was dann die inhärenten Risiken im Finanzmarkt sind, was in dem Fall Klimarisiken angeht. Immer mit dem Blickwinkel, welche Risiken mögen sich im Finanzmarkt verbergen, die zukünftig zu Finanzmarktkrisen führen können. Weil auch klar ist, dass die Folgen, gerade auch der globalen Erwärmung, der Klimakrise, uns in Zukunft noch viel, viel stärker treffen werden mit Verzögerung und deswegen rechtzeitiges Handeln angezeigt ist. Und das ist natürlich auch für die Stabilität des Finanzsektors von ganz großer Bedeutung. Und damit das im Finanzsektor funktionieren kann, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie wichtig es ist für eine gute Entscheidungsfindung, für Transparenz zu sorgen. Und zwar von Anfang bis Ende. Das heißt, angefangen bei den Unternehmen, auf deren Informationen viele, viele Entscheidungen im Finanzmarkt basieren, bis zu den Finanzmarktakteuren selbst, die wiederum ja auch gegenüber ihrer Aufsicht berichten. Und damit die Aufsicht systemische Risiken im Finanzmarkt erkennen können, braucht es entsprechende Berichtsformate. Das heißt, also diese gesamte Kette einmal durchzudeklinieren, ist ganz entscheidend. Und zweitens, das möchte ich noch sagen, geht es darum, dass auch das Wissen und das Know-how zum Thema, was heute als State of the Art, um es mal neudeutsch zu sagen, für den Finanzmarkt angesehen wird, nämlich zu verstehen, welche Risiken und welche Chancen insbesondere auch dieser Transformation innewohnen, zu verstehen. Das heißt, dass entsprechende Qualifikationen auch auf Unternehmensebene
Unternehmensleitungsebene vorhanden sind, aber auch in der breiten Beraterschaft und auch in der grundständischen Ausbildung. Universitäten zum Beispiel, aber man kann da im Grunde auch schon in der Schule mit beginnen. Also Sie sehen, es bewegt sich eine ganze Menge im Finanzsektor. Und ich freue mich deswegen, dass wir gleich zu diesem Thema ein sehr prominent besetztes Panel haben und würde damit gerne an den Moderator Herrn Schieritz abgeben.